Mission wird nicht von den Furchtlosen gewonnen, sondern von den Gefürchteten. Willkommen bei Libertad, Dani. Herzlich willkommen zum Crafting. Die Individualisierung eurer Waffen in Far Cry 6 ist ein zentraler Bestandteil des Spieles. Mit dem Crafting könnt ihr alles, und ich meine wirklich alles, eurem Spielstil anpassen und Yara somit die Freiheit zurückgeben. Und wir beginnen mit der Werkbank hier in Far Cry 6. Das ist ein Außenblick auf die Werkbank. Zum einen finde ich die sehr, sehr schön und auch detailliert gemacht. An der einen Stelle hier links seht ihr, naja, die kleine Tafel. Dort seht ihr Gegner und auch wie ihr sie besiegen könnt zum Beispiel. Einige könnt ihr mit Gift besiegen, die anderen könnt ihr mit Feuer besiegen. Ich finde, das ist sehr, sehr schön gemacht. Natürlich der böse Diktator oben mit einem kleinen Teufelsbild. Und rechts an der Seite ist eine kleine Bedienungsanleitung für den Exterminator, für den Sombremo. Und das zeigt auch ganz klar, was ihr machen sollt, wenn ihr einen Panzer seht, dann also hinhocken, Oberkörper nach vorne beugen, die Raketen abschießen und wenn die Raketen dann auf dem Panzer gelandet sind, trinkt ihr eine kalte Cerveza und schreit La Revolution. Natürlich auch unten, man sollte die nicht auf die Kinderwagen schießen und auf Omas sollte auch nicht geschossen werden. Das finde ich mega cool. Also diese ganz kleinen Bestandteile, die ihr hier seht, die Entwickler haben sich wirklich Gedanken dabei gemacht, wie eine Werkbank aussehen darf. Doch jetzt schauen wir uns mal die Werkbank von innen an. So, und hier seht ihr die Impro-Werkbank. Zum einen seht ihr ja schon mal 6 kleine Abteilungen und ihr seid auch in der Lage, Material handeln zu können, Material zu tauschen mit der Werkbank. So, schauen wir uns die 6 Teile einfach mal gemeinsam an. Ihr habt also 3 Primärwaffen, die erste, die zweite und die dritte. So, bei der dritten ist es so, ihr könnt nur 2 Primärwaffen tragen und eine Seitenwaffe. An der Seitenwaffe möchte ich euch jetzt das Crafting gleich erklären. Doch dazu ganz klar gesagt, zum Bremo und Fahrzeuge können nur an der Seitenwaffe gepimpt werden. Alles weitere kommt dann jetzt gleich im Video. Also beginnen wir mal mit den Seitenwaffen, das heißt also mit den Kleinfeuerwaffen, mit den Handfeuerwaffen, die Pistolen. Let's do it! So, hier seht ihr nun das Crafting anhand von Pistolen und bei der Pistole handelt es sich um eine PMM. Die PMM hat, wie ihr hier seht, 2 Aufsatzmods. Eine ist schon bestückt mit der Standardmunition und eine ist frei und die gucken wir uns an. Das heißt, das zweite Mod können wir bestücken mit einem Impro-Schalldämpfer. Dazu braucht ihr natürlich Ressourcen. Und ihr seht schon rechts an der Seite, ganz wichtig, ihr seht rechts an der Seite, wie sich die Stats verändern, je nachdem, was ihr für einen Schalldämpfer nehmt. Das ist ein ganz normaler Pistolenschalldämpfer. Ihr seht also, wie sich das verändert und wieder ein Impro-Schalldämpfer Mark II. Ich denke, das ist eine coole Option, dass die zwei Mods haben, also 2 Aufsatzmods. Und sie haben einen zusätzlichen Mod. Und da wird es letztendlich richtig spannend. Aber erstmal gucken wir uns mal die Munitionsarten an. Ganz normale Standardmunition. Dann gibt es panzerbrechende Munition. Die könnt ihr auch herstellen. Und dann gibt es Weichmunition. Das heißt also für ungepanzerte menschliche Ziele. Und dann gibt es sogar Giftgeschosse. Das heißt, die also die Gegner vergiften. Sprengpatronen finde ich mega interessant. Werde ich bestimmt ausprobieren. Und zum Schluss Brandgeschosse, wo ihr alles auch in Brand setzen könnt. Finde ich, ist eine gute Option, lässt viel Flexibilität zu. So, und jetzt schauen wir uns mal ganz in Ruhe den unteren Mod an. Also Pistolen haben einen zusätzlichen Mod. So, und dieser Mod, damit könnt ihr Folgendes tun, wenn ihr den bestückt. Ihr gewinnt dadurch an Perks. Die Bewegung, also ihr könnt bei dem zum Beispiel flinker Schütze, du bewegst dich schneller beim Zielen. Das heißt also, wenn ihr schon gezielt habt, könnt ihr euch schneller bewegen. Oder halt frisches Magazin. Der erste Schuss nach dem Nachladen fügt mehr Schaden hinzu. Diese Mods kosten euch natürlich auch was, ne? Das heißt also keine Kohle, sondern Schießpulver und recyceltes Befestigungsmagnet. Letztendlich zum Beispiel auch der Mod Schnelllader, ja? Die Nachladegeschwindigkeit beim Austauschen von abgebrochenem Magazin wird erhöht. So, dann zum Beispiel der Revolverheld. Die Geschwindigkeit beim Zielen und beim Wegstecken wird erhöht. Also dieser zusätzliche Mod, und da gibt es ja echt viele, ne? Überlegene Position zum Beispiel. Der Waffenschaden gegen Gegner, die unter dir sind, erhöht sich. Finde ich auch eine geile Idee. Also wenn ihr von oben schießt, coole Sache. Der Mod finde ich richtig cool. Die Abkühlzeit des Schalldämpfers wird verkürzt. Na, auch wieder der Waffenschaden gegen Körpertreffer wird erhöht. Und diese Mods geben eigentlich eine mega Flexibilität. Das Magazinkapazität wird zum Beispiel erhöht. Ne? Erhöhung der Nachladegeschwindigkeit. Also es gibt echt, echt viel, was ihr machen könnt. Ne? Der Waffenschaden bei Gegnern mit niedriger Gesundheit wird erhöht. Das heißt, ihr killt sie noch schneller, wenn ihr so runtergeschossen habt.
Der Schaden mit gezielten Schüssen wird erhöht. Also finde ich mega cool. Ne? Du erhältst eine zusätzliche Sombrero-Ladung, wenn du Gegner mit Kopfschüssen tötest. Sehr interessant, ne? Gerade für die Anwendung von Sombreros. Und zum Schluss das Nachladen der Waffe erhöht sich. Und auch hier, ne, das Heilen finde ich auch cool. Das Heilen, du heilst dich also hoch, wenn du anderen Schaden zufügst. Also bei der PMM macht das echt mega Spaß. Und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Das nächste Beispiel, was wir hier sehen, ist das Crafting anhand der Gewehre. Und wie ihr seht, ich nehme jetzt mal das Gewehr, die Pfahl einfach. Das ist ein ganz normales Standardgewehr. Und ihr seht es schon, das Standardgewehr Pfahl hat 3 Aufsatzmods. Und ihr seht es auch gerade hier auch wieder, die Munitionsarten, panzerbrechende Munition als allererste Standardmunition, ganz klar, die habt ihr immer. Und dann die speziellen Munitionsarten, die ihr in der Open World findet, panzerbrechende Munition. Dann sehen wir die Weichzielmunition, die sehr, sehr gut ist gegen ganz normale Menschen, in Anführungsstrichen, also gegen weiche Ziele, die ich da nur empfehlen kann. Dann natürlich auch wieder die Giftgeschosse. Das ist auch so ähnlich wie bei den Pistolen. Und natürlich dann die Sprenggranaten. Die sind sehr effektiv gegen Fahrzeuge. Das heißt, ihr braucht nicht wirklich einen Granatenwerfer. Und zum Schluss die Brandgeschosse, die ich auch sehr, sehr cool finde und definitiv spielen werde. So, und 3 Aufsatzmods. Das erste haben wir bestückt mit den Munitionsarten und jetzt kommen wir wieder mal zu den Schalldämpfern und ihr seht auch wieder an der rechten Seite, wie sich das alles auch verändert. Also der Schaden, Geschwindigkeit, Genauigkeit, Heimlichkeit, Handhabung und die Feuerrate, wobei die Feuerrate bleibt ja gleich, aber alles andere verändert sich. Und ihr seht, es gibt unglaublich viele Arten wieder an Schalldämpfern. Ich weiß nicht, irgendjemand, der das Spiel gemacht hat, der steht definitiv auf Schalldämpfer. Bei den Gewehren, ganz wichtig, gibt es auch noch Mündungsfeuerbremsen oder der Kompensator. Der Kompensator hilft eigentlich, ihr seht, wie die Genauigkeit auf der rechten Seite hochgeschossen ist. Das ist halt auch sehr, sehr gut. Also es gibt nicht nur die Impro-Schalldämpfer, aber hier zum Beispiel Impro-Schalldämpfer 2. Ihr seht halt, die Geschwindigkeit geht runter, dafür die Genauigkeit und Heimlichkeit geht wieder hoch. Und hier großer rechtwinklicher Schalldämpfer und dann nochmal eine Schalldämpfer mit einem zu großen Zylinder, der letztendlich auch hilft, die Heimlichkeit hochzupacken und die Handhabung. Also schaut da wirklich auf die Perks letztendlich. So, und dann haben wir ja natürlich noch einen dritten Mod. Und beim dritten Mod geht es natürlich um die Visiere. Das Schöne dabei ist, gerade bei den Gewehren und nachher auch noch bei den Snipern habt ihr eine große Auswahl an Visieren. Ob das ein ganz einfaches Reflexvisier ist, dass ihr schneller schießen könnt oder selbst dann auch so ein Rotpunktvisier, finde ich persönlich auch ziemlich gut, so ein Rotpunktvisier aus Erfahrung. Und natürlich auch Improvisiere gibt es, die sehen aus wie aus einer Cola-Dose gemacht, finde ich auch mega nice. Und hier auch nochmal ein improvisiertes Visier. Also letztendlich macht mega Spaß und ich hoffe, ihr habt alles verstanden, meine lieben Freunde. Zu den besten Waffen in Far Cry 6 und natürlich vielleicht zu irgendwelchen Builds werde ich natürlich auch noch Videos machen. Zum Abschluss schauen wir uns die Sniper an mit der 308er Karabiner. Bei der Sniper ist es so, da gibt es natürlich mehr Craftingsmöglichkeiten, das heißt also mehr Veränderungsmöglichkeiten, weil die Individualisierung eurer Waffen steht ganz klar in Far Cry 6 im Vordergrund. Das heißt, ihr habt es gerade kurz gesehen, ihr habt 4 Aufsatzmods bei den Sniper-Gewehren und gerade hier wird es sehr, sehr spannend, weil ihr einen Mod noch mehr dazu habt. Ihr könnt also ein großes Scope oben drauf machen, also ein großes Zielfernrohr. Es gibt halt auch kleinere. Und worauf ich aufmerksam machen möchte, bei dem 4. Aufsatzmod geht es darum, ihr könnt da speziellere, ihr werdet auch mehr finden, 2. Reflexvisier. Das heißt also, bei dem 2. Reflexvisier, ihr könnt nachher sogar umschalten. Falls die Gegner mal ein bisschen näher dran sind, ist dieses Visier natürlich optimal. Und zum Schluss natürlich wieder den Standardmod. Und das ist wie bei den Pistolen, das heißt also erweitertes Magazin. Na, ihr könnt also eurem Scharfschützengewehr mit einem erweiterten Magazin pimpen.
Das kann ich definitiv auch empfehlen. Oder halt auch schnelleres Nachladen. Bei einem Scharfschützengewehr macht das auch Sinn. Und natürlich auch wieder, ne, dich teilen, wenn du Schaden austeilst. Das finde ich mega cool. Und deswegen, Sniper sind einfach meines Erachtens mit die besten Waffen. Ich stehe drauf. Und was soll ich dazu sagen, meine lieben Freunde? Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Und wollt ihr Fuma loben, Däumchen nach oben. Bis dahin, bleibt gesund. Bang! Ja Mensch, bevor ich es vergesse, ganz wichtig, das Aussehen, die sogenannten Skins. Und da habt ihr auch nochmal Aufsatzmods. Aber diese Aufsatzmods, meine lieben Freunde, die braucht ihr nicht. Also das Aussehen zu ändern, funktioniert nicht in der Werkbank. Das geht im ganz normalen Inventar. Ihr seht das hier. Hier gibt es halt bestimmte Skins, die eine Waffe hat. Also bestimmte Farben, wie euer Gewehr aussehen soll. Hier in einem schönen türkisblauen Blau. Ja, na, Weltklasse. Hier ein bisschen kribbelbunt. Na, im Mai Tai, ja, Roller Booster hatten wir schon und ja, es gibt eine ganze, ganze Menge an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, für die, die wirklich drauf stehen, ich bin eher so der Typ, eine Waffe muss funktionieren und das funktioniert ganz einfach im Inventar und dann haben sie natürlich noch was Schönes eingebaut, weil es geht ja vom Hundertsten ins Tausendste bei Ubisoft. Und das sind die sogenannten Talismane. Bei den Talismanen geht es einfach darum, die müsst ihr finden in Yara. Oder die kriegt ihr beim Abschluss einer besonderen Mission. Immer besonders. Muss immer alles besonders sein. Nein, Quatsch beiseite. Hier seht ihr zum Beispiel, hier gibt es einen Talisman, zwei Vollmantelgeschosse. Die hängen einfach nur an der Waffe, damit das Ding schöner aussieht. Und das war's schon. Mehr ist es nicht und mehr Videos werden kommen. Bleibt gesund und Semper Fi. Du wirst eine gottverdammte Guerilla-Legende! Okay.